Mit dem Centrix 2.0 bietet Megger das weltweit modernste und leistungsfähigste Kabelmesswagensystem zur schnellen, einfachen und kabelschonenden Fehlerortung. Ausgestattet mit der neuesten Generation der Kabeldiagnose in Verbindung mit der leistungsstarken VLF-Prüftechnik ermöglicht Centrix 2.0 eine normgerechte Kabelprüfung mit begleitender Teilentladungsdiagnose. Centrix 2.0 kann individuell auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden. Es stehen bis zu 8 Vorortungsmethoden und 4 verschiedene Spannungsformen für die Kabelprüfung und Diagnose zur Verfügung. Die gesamte Hochspannungs-, Prüf- und Diagnosetechnik ist fest im Fahrzeug eingebaut. Eine Teilentladungsmessung ist somit bei allen Witterungsverhältnissen und sogar bei Kompaktstationen problemlos möglich. Ein einzigartiges Bedienkonzept mit automatisierten Messabläufen über Drehknopf oder Touchdisplay vereinfacht die Bedienung erheblich und ermöglicht ein schnelles und intuitives Auffinden von Fehlerstellen. Das System unterstützt folgende Prüfverfahren: Widerstands- und Kapazitätsmessung, Gleich- und Wechselspannungsprüfung und Kabelfehlerortung mit bis zu 8 Vorortungsmethoden. Einzigartige Vorortungsverfahren unterstützen den Benutzer in schwierigen Fehlersituationen. Beim ARM-Brennen kann der Lichtbogenbrennvorgang an der Fehlerstelle per Reflexionsmessung live beobachtet werden. Die ARM-Multishot-Technologie ermöglicht die Darstellung von 15 Fehlerbildern pro Stoßimpuls. Beide Verfahren sind besonders für schwierige Fehler in feuchten Kabeln und ölgefüllten Muffen geeignet. Neben dem patentierten ARM-Plus- und Decay-Plus-Doppelstoßverfahren, welche speziell für hohe Spannungsebenen und lange Kabel entwickelt wurden, unterstützt das System auch das EIS-Nachortungsverfahren mit vollautomatischer Auswertung. Die regelbaren Spannungsstufen des Stoßgenerators erfüllen alle Anforderungen zur punktgenauen Fehlerortung im Nieder- und Mittelspannungsnetz. Beim neuen Bodenschallmikrofon Digiphone Plus mit intelligenter Filtertechnologie ist nur noch das Fehlergeräusch selbst zu hören. Weiteres Prüfverfahren ist die Teilentladungsmessung mit bis zu 3 Spannungsformen sowie die Verlustfaktormessung. Die neue 50 Hz Slope-Technologie ermöglicht eine VLF-Prüfung mit 0,1 Hz und zeitgleiche Teilentladungsmessung bei netznaher Frequenz. Alle relevanten Kabeldaten und die dazugehörigen Messungen werden in der Cablebook-Datenbank-Software verwaltet und protokolliert. Ein GPS-Empfänger ermöglicht eine standortbasierte Dokumentation. Messprotokolle können individuell gestaltet und als Templates abgelegt und ausgedruckt werden. Arbeiten mit Centrix 2.0 von Megger bedeutet intuitive, arbeitsablauforientierte Benutzerführung, einzigartige Prüf- und Diagnosetechnik, zeiteffizientes Arbeiten mit Online-Support und GPS-Mapping, netzunabhängige Stromversorgung des Messsystems mit Lithium-Ionen-Akku, Fernsteuerung aller wichtigen Systemfunktionen. www.megger.com